Ist so ein exponentielles System. Oh, verdammt. Supply. Nein! Vespin lockt. was ein Marginal erscheint, aber ist ein exponentielles System. Und umso mehr man am Anfang pusht die Eco, umso stärker ist der Effekt dann im Late Game. So, jetzt gib mir. So, sehr schön. Ich baue mal eine Einheit, weil ich es kann. Ich bin jetzt etwas verzögert in der Eco. Normalerweise sollte ich eigentlich das Geschwindigkeitsupgrade machen. Da aber diese Welle sehr stark ist, weil es eine Fernkampfwelle ist, fokussen alle die erste Melee-Einheit, also Nahkampfeinheit. Und die wird dann weggeschnetzelt und hätte jetzt mein einer Soul of Hero nicht gereicht. Deswegen habe ich jetzt eine starke Melee, also Nahkampfeinheit gebaut, damit die Hinterkämpfer, die Fernkämpfer sind meistens stärker im Schaden als die Frontkämpfer, aber haben nicht so viele Hitpoints. Das heißt, wenn die Welle es schafft, die Fernkämpfer anzugreifen, werden die ziemlich schnell weggeschnetzelt und dann schafft man seine Welle nicht. So, die drüben liegen wieder. Ich schicke mal einen Marodeur mit. Marodeur ist immer eine gute Wahl am Anfang. Ah, hier läuft ein Marine mit. So, wer liegt denn? Brain. Wenn immer einer liegt und der nicht rausgeht, dann ist das meistens ein Hinweis auf eine Eco-Taktik. Ein Hinweis, ein Hinweis. Bitte. Was bitte? Ein Hinweis? Ja, bei dem gesagt hast, ein Hinweis darauf, dass er liegt. Und ja, ich denke mal, einige Leute werden schon wissen, was ich meine mit ein Hinweis, ein Hinweis. Achso, okay. Ich spiele ja nur ein Spiel, mehr oder weniger. Nein, das ist kein Spiel, aber es ist nicht weiter schlimm, wenn du nicht weißt, was ich Ja, meine. jetzt klär mich schon auf. Nein. Verdammt, ey, ein Insider und ich weiß wieder nicht, wovon ihr redet. Ja. So, ah, ich mache jetzt endlich mein zweites Geschwindigkeitsupgrade. Wie gesagt, 6 Worker habe ich. Zweites Geschwindigkeitsupgrade. Oh oh. Oh oh, oh oh, oh, ich schaff meine Wille nicht. For the Eco. Wie viele? Oh, 5 geht ja. Meine Worker, fast alle geslowt, bis auf einen. Das heißt, ich weiß, 5 Einheiten sind durchgekommen. Ah, ein paar sind schneller, bis auf einen. So. Ich weigere mich, was anderes als einen Marodeur mitzuschicken. Ja, ich hab's geschafft. Ach so, drüben liegen die auch noch. Oh Mann, dann hätte ich ja gar nicht so einen Stress machen brauchen. Oh, der Melia hier. Hier, die Marines laufen runter. Oh. Wer wird gewinnen? Der Melia oder Zergling mitschicken? Mitschicken? Verdammt. So. Immortals. Ich Oh, habe einen verdammt. Warden. Soll ich bloß bauen? 195. Kann ich ja gar nichts Sinnvolles mitmachen. 195, nee, das ist scheiße. Dann mache ich jetzt eine Notfalltaktik, weil der Soul of Hero ist gut gegen Armor Units. Aber dazu kann euch bestimmt Paul jetzt mehr erzählen als ich. Ja, also Einheiten können ja, wenn du mal auf den Schaden von einer Einheit gehst, es gibt 4 Typen von Einheiten. Armored, Light, Massiv, Mechanical und biologisch, aber das wird nicht erwähnt. Ob dazu später mehr. Also es gibt halt diese 4 Einheitentypen und die kriegen halt unterschiedlich viel Schaden von jeder Art von Damage, den es gibt. Es gibt ja Magic Damage, Piercing Damage, Siege Damage und noch irgendwas, glaube ich. Ja. Und dadurch kriegt zum Beispiel mein Thunderbird macht zum Beispiel gegen Massiv 120% und gegen Light 110%. Das heißt, gegen Massiv und Light ist das sehr gut, aber macht nur 80% gegen Armored und 70% gegen Mechanical. Wenn man bedenkt, dass die Einheiten ja noch Mitschicken. Wenn man bedenkt, dass die Einheiten ja noch Rüstung haben, weshalb sie nochmal 15% weniger Schaden bekommen, macht mein Thunderbird gerade mal 55% Schaden gegen Mechanical. Ist im Prinzip nutzlos.
Und nach Supply und ach, da kann ich das Vieh. Ach, super. Mir passt wieder gar nichts. So, was mache ich? Lurker, Ich baue massiv. nichts. Ha! Du baust Lass nichts? was Nein, drauf nein, bestimmt. ich bin auch Supply Locked, ich voll honk. Moment. Genau, und warum biologisch nicht dasteht, es gibt biologische Einheiten und die kriegen von allen Schadenstypen genau gleich viel Schaden. Das habe ich noch nicht gewusst. Ja, zum Beispiel der Deity ist eine biologische Einheit. Oder dein Ghost, genau, dein Ghost ist doch biologisch. Stimmt, biologisch. Ist mir noch nie aufgefallen. Ja, ich habe meine Welle nicht. Ja, die haben drüben einen Ego-Typen, nämlich den Oh, hier, ein Uli. Hier, ein Uli. Brain, ja, hat's recht. Brain ist ein Ego-Typ. Der Orangene, ne? Nee, der braune. Der Braune? Nee, Ach so, schwarze. deswegen sehe ich die Schwarz. Farbe Nee, das nicht. ist schwarz. Die braun. Ja, Brain. Brain lässt selbst die Marines durch. Brain ist ein Ego-Typ. Moment, hier. Brain. Brain ist der Schwarze. Mitschicken, mitschicken, Da mit. kommt Oh, noch ein gerade noch Uli. rechtzeitig. Bleib mal ganz Ach so, ruhig. ah, ja. Ich habe nur gesehen, dass die gerade die Armee ihrer eigene gekillt haben, deswegen dachte ich. Achso, da kommen noch mehr Einheiten Ah, ein durch. Panzer. Und ein grüner Marine. So, mitschicken, jetzt aber wirklich. Wie gesagt, alles für Spinos geben, damit ich alles, was ich jetzt gerade mitgeschickt habe, an Income bekomme. Wenn ich es jetzt rüberschicken würde, dann hätte ich jetzt auf ein paar Mineralien verzichtet. Und pro Welle summiert sich das. Helions, Light. So, ich bin diesmal nicht Supply Locked. Also ich habe momentan eine viel zu starke Armee, muss ich zugeben. Ich habe immer noch 6 Worker und das zweite Geschwindigkeitsupgrade. Aber dadurch, dass ich jetzt eine starke Armee habe, werde ich gleich wieder nochmal die Eco pushen. Wir hatten was von Supply gesagt. Supply kauft man sich für 20 Mineralien und 30 für Spin. Dooferweise merkt man ab und zu nicht, dass man schon voll ist mit Supply, also zum Beispiel 20-20 hat. Und ganz am Ende der Kampfrunde soll man ja möglichst sein gesamtes Vespin ausgeben. Und dann denkt man sich in der nächsten Runde, ach, jetzt baue ich mal Supply. Und dann denkt man sich, verdammt, ich habe nicht genug Vespin, dann ist man Vespin lockt. Supply und Vespin lockt. Und wenn man das zu spät bemerkt, es dauert ungefähr 15 Sekunden, bis Supply gebaut ist. Oh, jetzt mitschicken, 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 mitschicken. Ich hoffe, so war das rechtzeitig. Nein, war nicht. Schaut her, unten rechts steht Wave Finished, Wave Income 38, Cent Income 78. 38 bekommt jeder von uns Spieler. Das ist ein Bonus pro Runde und die 78 ist das, was ich bekommen habe. Ich habe in letzter Sekunde auf den Tank geklickt und habe jetzt ein Income von 88. Aber dadurch habe ich die 10 nicht bekommen. Also eigentlich hätte ich jetzt 265 gehabt und nicht 255. Das Grade ist. mal dein Apparition ab, damit du den Effekt Okay. bekommst. Genau. So, dann habe ich tatsächlich sogar noch 50 Mineralien für einen Worker. Wenn ich jetzt 10 weniger gehabt hätte, dann hätte ich den Worker nicht bauen können. Glück Super, gehabt. ein Tor. Also noch schlimmer geht's ja wohl nie. Oh, ein Tor. Hier, der erste Tor. Die stärkste Einheit vom Schwarzen, wie wir gesagt. Die benutzen eine spezielle Taktik, die wir euch nochmal vorstellen werden. Da baut man Irgendwann gemeinsam in der separat. Mitte. Ja, ich schaffe meine Welle nicht. Ja, okay, beim Tor ist das natürlich kein Wunder. Aber wir sind ja auch noch da. Oh Gott, guck mal. Oh, Brain lässt seine gesamte Welle durch. Hier, ihr seht, Sve hat viele von diesen Adepten gebaut. Das heißt, ich kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass Sve mit dem schwarzen, wie heißt der, Brain, glaube ich. Nee, 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 Brain baut mit dem Rosanen zusammen. Sieht man alles in der Tabelle. Ach echt? Ja. Ach, die Reihenfolge stimmt auch, ja. Ja. Okay, weil ich dachte mit diesen vielen Adepten, das ist eine Typ. Oh, der hat ganz schön krass abgegradet. Mitschicken. So. Ach, wir kriegen Haha, extra mein Income. Mega-Zergling. Tada, hätte ich ja gar nicht so panikhaft mitschicken müssen. So. So, korrupter Armord. Schaffe ich locker.
Mache ich doch zwei Worker. Ich habe 7. Ah, ich muss Supply machen. Das sieht man immer schön an diesen roten Zahlen. Also wenn ich habe gerade drauf geklickt hier und dann ist da hier eine rote Zahl aufgetaucht. Und da sehe ich, Moment, Supply fehlt. Gehe ich auf Supply. Alles grün kann ich machen. Hier. So, und jetzt ist gerade. Und danach mache ich gleich das nächste Geschwindigkeitsupgrade, weil ich es mir leisten kann. Ich kann es mir auch leisten, weil ich eine viel zu starke Armee für diese Welle habe. Die werde ich eigentlich mit Leichtigkeit schaffen. Wobei, hier ist irgendwas. Ach, eine Hydra ist da drin. Ja, eine Hydra. Ja, die schaffe ich auch. Hydra gehört zu den stärkeren Einheiten, die man mitschicken kann. Aber ist einer der schwächeren für 250 Vespinen. Slowing Attack. Attacks made by this unit slow their target movement significantly. Significantly. Signific Schnell aussprechen. Significantly. Signific Significantly. Ja, ganz schnell, ne? Significantly. 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 Ich verstehe nur Fick. Auf Englisch heißt es aber fuck und nicht fick. Significantly. Significantly. Oh, guckt mal, wie die liegen drüben. Allerdings, das Security System ist ziemlich stark abgegradet. Ja, ist ja auch nicht schwer, wenn einer auf Eco geht und die werden trotzdem sterben, wie es scheint. Ja, weil der nicht den Panzer killt. Na, Panzer. das ist egal bei so vielen Korruptoren. Ja, und wir haben Super. gewonnen. Und die Abschiedsbeleidigung. Ah, Ah, oh, und der ist erst draußen Noobs. deployed. So, Mastermind, das ist eine Option, hat sich erledigt. Das heißt, wir sehen jetzt den Gegner. Wir sehen aber nicht besonders viel. Der hat gerade mal ein Income von 163. Sicher mehr. Abschiedsstatistik. Am Ende sieht man dann halt auch die Statistik auch der Gegner. So, und der, ja, wie ihr seht, was Paul mit dem Custom-Builder schafft, das schafft noch nicht mal Brain mit der Eco-Taktik. Ihr seht, Value 0, der hat gar keine Armee gemacht, was ganz schlecht ist, beziehungsweise doch, er hat am Anfang gebaut und zu spät dann abgerissen. Ist Läuft es immer irgendwas noch mit so, dass man Resistenz? Kills braucht für das Supply? Ja. Ja. Man kann sich für 10 Kills einen Supply leisten. Okay. Weshalb man nicht nur auf Eco gehen kann, denn dann steht irgendwann da: Need 10 more kills for supply. So, dann gehe ich auch mal raus. Ja, das war unser erstes Let's Play für Squadron Tower Defense. Wir haben euch einiges erklären können, aber längst nicht alles. Darum schaut euch das zweite Let's Play an, würde ich euch vorschlagen. Wobei die Grundlagen sind eigentlich jetzt alle Die rübergekommen. Grundlagen haben wir erklärt. Gut. Okay. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal.